So, der Obertechniker hat gerade den großen Daumen nach oben gegeben. Es geht weiter. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe mich kurz vorgestellt. Frank Delfenthal, kleine Joomla-Agentur in Hamburg und beschäftige mich hauptsächlich mit schnellen Webseiten. So. Nochmal ganz wichtig für euch. Relaxed. Am Ende des Vortrags gibt es eben halt das Ganze zum Downloaden mit den Stichpunkten, mit den Links. Ihr könnt also Laptop, wenn ihr wollt, gerne zuklappen. Muss aber nicht. Langsame Webseiten ist kein neues Phänomen. Hier sehen wir einer der frühesten dokumentierten Belege. Ne? Lots Frau, schnell nochmal einen Tweet absetzen. Wir haben das mal ein bisschen näher, wenn man das hier mal genau betrachtet, in diesen roten Kreis, dann sieht man da auch so, warte mal, da ist irgendwas, was den meisten ungeübten Betrachter nicht auffällt. Noch ein bisschen deutlicher. Und wir haben natürlich unsere neue Abteilung CSI Photoshop geholt, die dann eben halt dafür gesorgt haben, dass das rauskommt. Ja? Da sieht man auch nochmal, ist das dann eben halt auch nochmal ein Problem. Weitere historisch belegte Tragödien. Der junge Werther erschoss sich, weil er eben halt beim Datingportal dann einfach das Date nicht klar machen konnte, aufgrund von langen Ladezeiten. Berliner Flughafen, Bauunterlagen werden noch geladen. Und das erste Opfer von langsamen Webseiten ist immer die Geduld der Besucher. Okay, ein bisschen Spaß beiseite. Ihr verschenkt einfach Einfluss und Geld, wenn die Webseite langsam lebt. Die Leute assoziieren sich mit der Qualität der Website, die euch darstellt und damit eben halt auch mit der Ladezeit. Und keiner möchte eben halt ganz nett, aber billig sein. Ja? Und langsame Ladezeiten ist einfach immer billig. Haben wir mal eine schöne Studie hier. Sieht man eben halt hier Ladezeit, Conversion Rate. Wie nicht anders zu erwarten, je länger die Seite dauert zu laden, desto weniger Leute bestellen bei mir. Das war eben halt auch jetzt aber auch ein mobiler Shop, den sie getestet haben. Conversion Rate. Mobile Webseiten in 2,4 Sekunden ausgeliefert, fertig, Conversion Rate von 1,9. Jede Sekunde langsamer. Oder eine Sekunde langsamer, 1,5, dann habe ich schon mal 0,4% Conversion Rate Verlust. Wenn der Shop dementsprechend Umsatz macht, dann geht das schon richtig ins Geld. Und Ladezeit über 4 Sekunden, dann geht es dann eben halt weit unter 1% runter von der Conversion Rate. Und dann wird es dann eben halt teuer. Man verschenkt nur Geld. Absprungrate. Nach 2,4 Sekunden sind 13% der Besucher eben halt schon weg, weil das ist zu langsam. Ihr kennt das ja eben halt so Aufmerksamkeitsdefizit und so weiter. Ne? Sind dann gleich woanders. Nach 3,3 Sekunden sind das schon 20% und nach 5 Sekunden 30%. Das heißt, lange Ladezeiten ist eben halt der beste Weg, seine Besucher eben halt dazu zu bringen, woanders zu gucken. Was geht in den Nutzen vor? Das ist ziemlich geil, das ist so eine Ericsson Mobil Report Studie. Ja, Ericsson scheint es noch irgendwie zu geben. Und die haben festgestellt, eben halt bei langsamen Webseiten steigt der Puls um 38%. Ja, und das ist kein Indiz für Freude. Also sollten wir mal so ein bisschen was gucken, was lag vor. Auf bei einer Website. Text, Medien, Bilder, fremde Inhalte, Feeds, Banner, haben wir nochmal Aussehen, Design und Quellcode, HTML eben halt. Gehen wir die einzelnen Punkte mal ein bisschen durch. Text ist seltener Flaschenhals, selbst wenn ihr irgendwelche Copy- und Paste-Formatierung von Word in die Text-Area habt, wo teilweise sehr illustre Quellcode-Beispiele dabei rauskommen, es ist immer noch kein Flaschenhals. Es ist zwar furchtbar,
für jeden, der sich ein bisschen mit Semantik beschäftigt oder schlanken Sachen oder das Ding warten will. Aber für die Geschwindigkeit ist es zu vernachlässigen. Ich hatte mal so eine Ausnahme, dann hatten die eben halt so eine speziell wissenschaftliche Studien und dann war eine Studie so über 60, 80 DIN A4 Seiten plus Bilder und Tabellen. Und da war das Ding eben halt so groß, dass das normalerweise nicht in den Content reingespeichert worden ist. Da musste man den eben halt weiter aufbohren, dass der noch mehr konnte. Und so groß, dass ich dann eben halt eine eigene SQL-Update-Query schreiben musste, um veränderte Inhalte reinzusetzen, weil ansonsten wurde das teilweise von Sicherheitsmechanismen von PHP eben halt gekürzt. Dann war irgendwie nur noch ein Viertel des Artikels da. Aber normalerweise ist das ja wirklich nicht der Standard. Multimedia. Bilder im richtigen Format speichern. Ne? Also wenn ich jetzt so ein kleines Bild brauche, dann muss ich jetzt nicht so ein riesen Format hier speichern. Ne? Also dann Bilder sollten, wenn es geht, nicht im Browser skaliert werden. Ne? Also 5 MB großes Thumbnail ist in den meisten Fällen vielleicht ein bisschen überdimensioniert und reduziert so ein bisschen die Anzahl auf das Nötigste. Ja, überlegt euch eben halt auch so, brauche ich jetzt 50 Sachen, die auf einmal flimmern und ablenken, oder mache ich lieber nur 3, wo ich dann eben halt auch weiß, zuerst guckt der User dann aufs Logo, dann guckt er hier und dann guckt er dahin, wo ich das auch ein bisschen steuern kann. Ne? Macht sich nicht nur da bemerkbar, dass der User weiß, wo er hingucken soll, sondern eben halt auch mit den Ladezeiten, weil nicht 500 Sachen auf einmal geladen werden. Und gilt eben halt besonders für Musik und Videos, weil die eben halt als Dateien noch größer sind als Bilder. Fremde Inhalte. Oft habt ihr das, dass dann eben halt Social Media Sachen, die Twitter Feeds und so weiter, dann eben halt auf der Webseite mit ausgegeben werden. Das ist auch alles ganz nett und gut, aber überlegt euch dann eben halt, ob ihr das wirklich braucht, ob es so wichtig ist und ob das Ganze nicht vor allem gecached werden kann. Es gibt einige Komponenten, die holen sich das immer in Echtzeit, weil es könnte ja sein, dass in den letzten Zehntelsekunden da vielleicht irgendwie ein neuer Tweet hochgegangen ist. Und wenn der natürlich nicht auf der Website ist, dann ist natürlich ordentlich Not. Ja, also insofern lasst es lieber ein bisschen cachen und ansonsten sucht euch lieber eine andere Komponente. Bitte missbraucht keinen Besucher als Cronjob. Solche Sachen, Tweets auslesen, in den Cache speichern, eine super Geschichte für den Cronjob, aber bitte nicht die Besucher dafür missbrauchen. Design. Ja, Design sollte ausgelagert sein auf Stylesheets und sollte sich eben halt nicht im HTML-Code widerspiegeln. Hat was damit zu tun, dass das Ganze dann etwas schlanker gehalten werden kann und vor allen Dingen wird es besser wartbar. Ja, obwohl für mich persönlich sind die Vorteile von Projekt ist wartbar etwas größer als jetzt die Geschwindigkeitsgeschichten. Vorteil ist, Änderungen greifen eben halt überall. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die Sekretärin mit Copy und Paste von Word. Die wundert sich dann auf einmal, wieso geht dieses Schriftwerk nicht weg? Also ich habe auf der Website alles in Comic Sans und das finde ich total fürchterlich. Sie haben doch gesagt, Sie haben mir ein Stylesheet umgeschrieben. Ja, aber leider alles inline von Copy und Paste von Wörter drin. Ja, es gibt eine Lösung dafür, JCE-Editor, da kann man Gott sei Dank so konfigurieren, dass das automatisch rausgelöscht wird. Quellcode sollte schlank und wohl strukturiert sein. Schlechter Quellcode kann dafür sorgen, dass die Seite schlechter dargestellt wird und kann auch in Extremfällen sogar dazu führen, dass das Ranking eben halt abgestraft wird. Ja, wenn ich zu viel Ballastmaterial habe und keinen echten Inhalt, den der Benutzer selber lesen kann, dann kann sich das negativ auswirken. Ich stelle mir mal ein bisschen vor, ihr habt dann ein bisschen, da möchte ich mir ein bisschen reden und nuschel so ein bisschen. Das ist furchtbar anstrengend zu verstehen. Und so ist das auch mit dem Quellcode. Ne? Also wenn ihr guten Quellcode schreibt, dann ist das eben halt eine deutlich artikulierte Sprache und kann besser interpretiert werden. Überlegt euch so ein bisschen, was das Ziel eurer Seite ist. Nur dann könnt ihr nämlich auch entscheiden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Unwichtiges kann weggelassen werden.
Wenn ihr zu viele Sachen habt, die nicht wichtig sind, lenkt das den Besucher nur von dem ab, was er eben halt machen soll oder verstehen soll. HTTP-Anfragen, haha. Okay, HTTP 1 hat so einen kleinen Nachteil, und zwar kann ich von einer Quelle immer nur wenige Sachen laden. Ich bräuchte mal vielleicht jetzt einen Freiwilligen, der mir hilft. Nein? Keiner? Tut nicht weh, wirklich nicht. Ja, ja. Super, danke erstmal. Wir brauchen jetzt natürlich ein bisschen was, um das ein bisschen klar zu machen. Und HTTP kann immer nur begrenzte Inhalte übergeben. So, und um das ein bisschen zu verdeutlichen, brauchen wir gleich mal so ein paar Sachen. Mehr Inhalte könnt ihr natürlich machen, wenn ihr Bilddateien zum Beispiel auf so ein CND auslagert. Oder ihr könnt eben HTTP 2 verwenden, weil das kann nämlich mehrere Sachen gleichzeitig verwalten. So. Ja. Und jetzt gehen wir einfach mal darum, wir möchten jetzt Informationen verteilen. Und zwar gebe ich dir hier mal den HTTP 1 Stack. Gleich, Sekunde, ja, sofort. Um deinen Unterschied ein bisschen klar zu machen. Und jetzt darfst du eben halt immer eine Information zur Zeit zum Publikum werfen. Ja, eine. Genau. Ja, ja, weiter. Ja. Nee, komm ruhig her, wir sollten die gleichen Voraussetzungen haben. Okay. Unterschied HTTP 2. Danke dir. Ja, aber das ist echt der Unterschied. Also nutzt neue Technologien. Voraussetzung bei HTTP 2 ist, ihr braucht SSL, das muss auch richtig konfiguriert sein und laufen. Dann könnt ihr die Seiten wesentlich schneller übergeben, weil ihr könnt mehrere auf einmal übergeben, viel, viel mehr. Partytime war das Werfen. Okay, fasst Daten vom gleichen Typ zusammen. Nicht alle Browser und Server unterstützen HTTP 2, auch manche Service-Provider unterstützen das nicht. Zusammenfassen von Hand kann man machen, lohnt sich aber nicht mit Erwartung. Ich sag's euch ehrlich, ich habe das einige Jahre lang gemacht und dann ist es irgendwie noch ein Viertel-Key weniger, weil ich habe das jetzt alles von Hand gemacht und lohnt sich nicht. Holt euch eine vernünftige Extension, die das macht. Ich benutze gerne JCR Optimize, weil ich damit eben halt eine Menge gute Resultate erziele und die noch ein paar andere sehr schöne Features hat. Holt euch die Pro-Version von JCR Optimize, weil ihr könnt euch dann so eine Art gefaktes Content Delivery Network aufsetzen, weil ihr könnt dann die Ausgabe von Bildern zum Beispiel auf eine Subdomain setzen. So, und damit habt ihr für Leute, die eben halt kein HTTP 2 zur Verfügung gestellt haben oder sowas, habt ihr die Möglichkeit, das dann eben halt als zwei Quellen anzusprechen und mehr gleichzeitige Requests. Caching. Okay, wie sagt man das am einfachsten? Das ist so ein bisschen, als wenn du dich mit einem Demenzkranken unterhältst. Ja, du erklärst ihm eine Sache, kommst zu einer nächsten Sache. Und dann fragt er dich wieder das, was er dich irgendwie eine Minute vorher gefragt hat. Und dann erklärst du es nochmal, machst es nochmal. Und das ist ziemlich anstrengend. Und das ist eben halt auch anstrengend für den Webserver, weil du musst dich eben halt immer die gleichen Informationen nochmal zusammenhängen und nochmal servieren. Und das kann man eben halt mit Cachen verhindern, weil dann wird das eben halt
automatisch schon vorgehalten. Und egal wie demenzkrank der User ist, der dann surft, der Server kann das eben halt gleich immer weitergeben, ohne dass er nochmal die ganze Bestellung neu zusammensetzen muss. Cachen kann sehr häufig auch eure Seite vom Zusammenbruch retten. Das heißt, wenn der Server dann nach und nach eben halt dünn wird und kaum noch Luft kriegt oder sowas, dann ist das oftmals eine Sache, vergessen Cachen anzustellen. Joomla Cache funktioniert ganz gut. Ich habe auch oft gute Erfahrungen mit dem Job Cache gemacht. Gerade wenn Shop-Systeme irgendwie mit betrieben werden oder Banner-Systeme, weil die können aus dem Caching rausgehalten werden. Also gerade wenn du Geld mit Bannern verdienst oder sowas, dann möchtest du nicht, dass die Dinger gecached werden. Ja, sie sollen ja eben halt immer neu gezählt werden. Hardware. Okay, generell, ihr kriegt das, was ihr auch zahlt. Na, also mit Hosting 50 Cent im Monat oder sowas, da werdet ihr ein bisschen Probleme haben, eine Multimillion-Dollar-Site zu hosten. Wir halten bei uns selber eben halt einen eigenen Server vor mit reichlich RAM und SSD-Platten. Das wird einfach teuer. Na, also da ist irgendwie 1,50 Euro im Monat nicht drin, musst du mehr nehmen. Aber dafür hast du eben halt auch ordentlich Performance, die du dann eben halt auch auf die Leitung drücken kannst. Ja, der macht dann auch nicht so schnell dicke Backen oder sowas. Und jetzt ist dann eben halt völlig egal, ob das eine Hauptverkehrszeit ist oder nicht. Der drückt schon durch. Nutzt, wenn es geht, PHP 7. Ist so viel performanter als PHP, als die vorigen PHP-Versionen. Testet aber bitte genau, ob das eure Module und so weiter vertragen. Ich hatte das bei einer Seite. Boah, ist die schnell geworden. Geil, ich habe mich richtig gefreut. Das Einzige, was ich vergessen habe, da hängt ein kleines Shop-System dran. Der Shop ist auch richtig angezeigt worden. Bloß unter PHP 7 zu der Zeit konnte keine Bestellung getätigt werden. Also testet das, wenn ihr sowas einsetzt. Ne? Kurze Zeit später kam ein Patch draußen, dann funktioniert es auch mit PHP 7 oder sowas. Aber es ist lieber nochmal extra. Gegebenenfalls auch mal einen anderen Provider testen. Wenn ihr immer Schwierigkeiten habt oder sowas, lasst euch mal einen Test-Account geben und guckt mal, ob es anders besser läuft. Ja. Joomla-Komponenten und Plugins beeinflussen extrem die Ladezeit, je nachdem, wie die Qualität ist, wie sie programmiert wurden und was die eben halt alles machen sollen. Ist eigentlich kaum noch der Fall, aber achtet darauf, dass ihr, wenn es geht, keinen Mischbetrieb habt von Motul zum jQuery. Ja? Die Reihenfolge der Plugins ist eben halt auch wichtig. Zum Beispiel erst die Seite generieren, dann die Optimierung, Zusammenfassung von Dateien und so weiter. Und dann sollte erst der Cache geschrieben werden. Ja? Also man kann die Abarbeitungsreihenfolge der Plugins verändern, und wenn Cache eben halt ganz vorne ist und dann erst der Rest, dann macht das eben halt keinen Sinn. Templates. Manche Templates haben einen eigenen Entwicklermodus. Sollte man mal darauf achten, dass der ausgeschaltet ist, weil oftmals verhindert er dann, dass gecached werden kann. Versucht schlanke Frameworks zu verwenden und gegebenenfalls verfügbare Optimierung in einem Template-Framework mal anschalten, ausschalten, mal gucken, ob sich da irgendwas verändert, ob da was merkbar ist oder nicht. Und Template-Framework, wenn es irgendwie geht, nicht mischen. Also ich hatte dann auch so eine Seite der wollte irgendein Modul, glaube ich, von Artistia haben und wollte, das Hauptframework war aber irgendwo von einer anderen Schmiede und so weiter, und das ging zwar irgendwie, aber was da alles geladen worden ist, was total unnötig war, dann, na gut, wollte er unbedingt haben. Nach jeder Veränderung testen! Sponsicherung. YSlow ist ein Browser-Plugin und besagt euch, sage ich mal, thematisch, wie eure Website geladen wird. Das war einer mit der ersten Plugins in die Richtung, die dann eben halt gut auf dem Markt waren und gut verwendbar waren,
Die gucken eben halt, wie viele CSS-Dateien werden geladen, wie viele JavaScript-Dateien, sind die GZIP, sind die komprimiert und so weiter, wie groß ist das überhaupt ein Quelltext. Google Page Speed kennen jetzt die meisten Leute, denke ich mal. Ja, sagt eben halt Unterschied zwischen Desktop-Version und mobiler Version. Pingdom sagt eben halt, könnt ihr Messungen durchführen und sagt euch eben halt auch, wie der Aufbau ist, ist eine Website. Und Webpagetest.org ist eben halt auch eine super Seite, die dann eben halt auch vor allen Dingen so die Erstladezeit von Webseiten sehr gut untersucht. Ein Tool, was ich für den Optimierungsbereich super finde, das ist YellowLab Tools. Das heißt, wenn ihr wirklich so High-Performance-Tuning machen wollt und ja, sage ich mal, auch einen Kunden habt, der dann eben halt bereit ist, 2-3 Tage nur für Geschwindigkeitsoptimierung zu zahlen, da kriegt ihr die Informationen her, die ihr dann braucht, um dann eben halt wesentlich besser zu werden. So, jetzt könnt ihr euren eigenen Täter verhaften. Da könnt ihr das nochmal eben halt runterladen. Und vielen Dank nochmal an Jan, der hat für mich eben halt die Zusammenfassung dann nochmal geschrieben und gibt es auch als PDF zum Download. Habt ihr Fragen? Dann stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung. Keine? Nö? Gut. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke dir für deine Hilfe, dass wir das mit den HTTP-Requesten so gut hingekriegt haben. Und wünsche euch dann noch einen schönen Rest-Jomla-Day. Tschüss!